Und bremsen. 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 Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Video von Flight Simulator. Du möchtest mehr davon sehen, dann schau in der Flight Simulator 2020 Playlist hier auf meinem Kanal vorbei. Jetzt noch sehr, sehr viel Spaß mit diesem Video. Und in diesem Video werden wir was ganz Spezielles machen, ja? Wir schauen mal hier unter den Reiter Aktivitäten und werden uns heute mal Landeherausforderungen widmen, ja? Ihr wisst ja, wie ich beim letzten Mal geflogen bin, wie ein Profi, wie ein Gott, bin ich ja von St. Augustin eigentlich nach Leverkusen geflogen, zu einem kleinen Flugplatz, den ich dann erstmal übersehen habe, und dann gab es so gesehen einfach einen Sturm. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, der soll sich das angucken. Die Landung, wir sagen einfach mal nichts dazu, Leute. Ich fliege heute auf jeden Fall mal verschiedene Flugzeuge in dieser Landeherausforderung, und heute fliegen wir natürlich hier wieder mit dem Thrustmaster Airbus Paket, Leute. Das heißt, wir haben hier einen Joystick und Schubregelung. Und heute werden wir uns hier mal epischen Landeherausforderungen widmen. Mit verschiedenen Flugzeugen, wie man hier sehen kann. Und auch an verschiedenen Orten. Ob jetzt Frankreich, Nepal, Indonesien, USA, Schweiz und was nicht alles, ne? Ich würde sagen, Leute, wir fangen einfach mal relativ weit oben an. Hier mit dem Kasper Kaisel in der USA. Mit so einer, was ist das hier, ne? Die CJ4. Okay, hier müssen wir landen. Da bin ich jetzt gespannt, ja. Wir starten in der Luft von fast 3000 Feet oder Meter in dem Fall, wurde es schon umgerechnet. Und ich würde sagen, Leute, wir versuchen es. Leute, wir gehen rein. Ihr wollt, okay, das heißt, wir müssen jetzt hier mit 160 runter, einen Left Turn mit 140 Knoten und mit 130 auf die Landebahn zu. Wir haben einen Seitenwind, der aus 15 Grad kommt mit einer Geschwindigkeit von 13 Knoten. Okay, Leute, es ist machbar. Ich denke mal, es ist machbar, oder? Also, ja, es müsste machbar sein. Ich bin gespannt, Leute. Ich freue mich sehr. Natürlich, es ist etwas schwerer mit dem Joystick. Es ist natürlich schon, denke ich mal, besser als mit einer Tastatur. Macht es aber auch nicht gerade einfacher. Flight Simulator ist natürlich ein Flight Sim, also ein Simulator, der das ja auch wirklich ziemlich reell animiert. Ob es jetzt die ganzen Wetterereignisse sind, die ganzen Effekte, wie das Flugzeug sich bewegt dazu und so weiter und so fort. Ist ja schon ziemlich speziell, Leute. Wir gehen aber rein. Ich bin eigentlich nicht bereit zum Fliegen, aber in dem Fall müssen wir bereit sein, Leute. So. Okay. Das heißt, Alter, sind jetzt hier wieder Wolken? Oh, nee, ey. Okay, wir befinden uns gerade auf einer Höhe von 9000 Feet. Das ist ein bisschen viel. Wir gehen aber auch irgendwie schon in den Landeanflug rein. So. Okay. Okay. Fahrwerk ist eingefahren. Flaps haben wir auf 15 Grad. So. Okay, die Schubregelung ist wahrscheinlich noch an. Höchstwahrscheinlich. Ich kann jetzt mal checken. Okay, jetzt steuere ich die selber. Gut zu wissen. So, jetzt müssen wir nur wissen, wo ist jetzt hier der Flughafen? Ich glaube, der müsste eigentlich jetzt irgendwo hier links sein. Auf unserer Karte wird er jetzt gerade nicht angezeigt. Wir haben gerade gar nicht die Kartenansicht. Aber ich denke mal, wir bewegen uns auf jeden Fall schon mal mindestens in die Richtung, oder? Oh, da ist er. Da ist er schon, oder? Ist das er vor uns da? Ich glaube schon. Es muss er hier sein gleich. Ja. Das ist der hier. Okay. Wir sind ein bisschen was schlecht hier geflogen. Aber das ist alles okay. Das sollten wir trotzdem schaffen. So, wir gehen auf jeden Fall runter. So, natürlich, der zeigt jetzt hier an, dass wir auf 8000 Meter Höhe sind. Das stimmt aber nicht. Oder im Feed umgerechnet natürlich. So, oh du Scheiße. Checkt. Oh Gott, unser Landeanflug ist ja richtig krampf. Mit 140 sollten wir dahin. Aber guck mal, in welcher Schräglage wir hier ankommen. Ja, moin. Mehr Schräg. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, jetzt wieder langsam ausrichten. Langsam ausrichten, wir sind deutlich zu schnell. Wir sind deutlich zu schnell. So. So. Langsam Touchdown. Okay, der Touchdown ging aber wirklich. Der ging wirklich. Bremsen. Bremsen.
Bremsen. So, dann gehen wir hier auch einmal. Bremsen mit voller Kraft. Los, bremst doch. Okay, alles kein Problem, Leute. Easy. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, der Anflug war, glaube ich, ziemlich gut. Okay, C. Glückwunsch? Was für Glückwunsch? Ich habe das... Wir sind gerade fast gestorben. Was für Glückwunsch. In der Bestenliste sind wir hier 91.000. Platz. Leute, wir machen noch einmal. Das sah ja ziemlich kriminell aus, was ich da gemacht habe. Jetzt weiß ich ungefähr, wo der Flughafen liegt und wie ich da anfliegen muss. Okay, Leute. So, das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal den Schubregeln auf Set. Okay, gut. So, okay, ich bin gespannt, Leute. Wir versuchen es nochmal. Ich versuche es. Ja, wir schaffen es. Easy. So, ich bin wieder nicht bereit zum Fliegen, aber wir müssen los. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, wohin wir müssen. Also ich mache jetzt hier erstmal, fliege ich hier ein bisschen was nach rechts. Gehe auch jetzt ein bisschen mit den Schubregeln ein bisschen was höher. So, dass wir ein bisschen was schneller sind. Wir waren ja auch gerade zu schnell. Das muss ich gleich auf jeden Fall gleich nochmal korrigieren. Das heißt, wir müssen dann schon viel früher die Schubregel auf neutral setzen. So, das heißt, ich fliege jetzt schon relativ schnell stark nach links, weil der Flughafen ja ungefähr auf der Höhe ist. So. Okay. Hier ist noch die erste Wolkendecke. Okay, wir sind deutlich zu schnell. So, der Flughafen ist da unten schon. Okay. Also wir müssen deutlich weiter runter. Wir machen auch die Flaps mal ein bisschen was mehr, dass wir hier auch mehr an Geschwindigkeit verlieren. Okay, das sieht gut aus. 160, wir dürfen aber auch nicht zu viel verlieren. Das ist hier auch schön mit dem Schubregelung, mit der Schubregelung noch arbeiten. So, jetzt hier aber runter. Okay, das sieht deutlich besser aus. Und ein bisschen was zu langsam. So. 500 checked. So. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen was runter. Geben wieder ein bisschen was Gas. Gute Ausrichtung, meiner Meinung nach. So, ein bisschen was zu langsam vielleicht. Jetzt hier langsam runter. Ganz langsam runter, Leute. Oh, scheiße. Ach du Kacke. Also auf der Landebahn haben wir uns jetzt... noch ein Try. ja, Leute, das kann ja mal passieren, so ein bisschen links, rechts, ne? Es war gut, so, wieder bereit zum Fliegen, Leute, das ist der letzte Versuch. Ja, man sagt ja, drei Versuche hat man ja, dann versuche ich jetzt auch den dritten nicht zu verkacken. So, okay, aber es war besser, wir waren ein bisschen was zu langsam vielleicht schon, oder perfekt langsam, irgendwie sowas um den Dreh. Es war auf jeden Fall deutlich besser. Deutlich besser. So, der letzte Versuch. Komm. Wir müssen halt auf der Landebahn bleiben. Das ist das Problem. Das müssen wir hinbekommen. So. Ein bisschen was wieder zu schnell. So. Zack. Runter. Dann gehen wir jetzt hier auf Flaps Full. Oder auf mindestens irgendwie 15%. So. Checked. So. Okay. Sind wieder ein bisschen was zu langsam. Das darf auch nicht passieren. Also geben jetzt wieder ein bisschen was Gas. Okay, wir halten gute 160. Das ist sehr gut. So. Okay. Ja. Okay. Ein bisschen was langsamer wieder werden. Dass wir hier auf jeden Fall schön gerade ausgerichtet sind. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mehr Gas geben. Okay. So. Da müssen wir landen. Schöne 10%. Wir halten hier, wir gehen mit der Nase runter
und gehe jetzt hier einmal auf die Bremsen. So. So. Alles geht einmal hoch. So, wir sind gelandet. Ich denke mal, es war vielleicht ein bisschen besser als die erste Landung. Aber perfekt war sie jetzt auch nicht. Okay, wir haben ein bisschen was mehr Punkte eingesackt, ja? Bisschen was mehr, okay. Reibungslosigkeit war, denke ich mal, relativ okay, ne? Ungefähr mehr als die Hälfte der Punkte, das ist sehr gut. Bodenrollen ist auch okay, aber halt, ja, oh, okay. Bodenrollen. Kritisch. Okay, trotzdem 91.000. Platz. What the fuck? Okay, 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 okay. Ist jetzt nicht so berauschend gewesen. Dann fangen wir jetzt aber mal an, mit einer anderen Maschine etwas hier zu tun. Boah, die ist schwer. Die ist richtig schwer. Das war, ich habe es auch gemacht. Ich habe sogar auf B gelandet. Das war, Leute, wir machen die, oder? Oh, nee, oder doch? Oder nee, doch? Machen wir. Machen wir, Leute. Die ist ziemlich schwer. Das ist, glaube ich, einer der echt der kleinsten und wirklich der kürzesten Landebahnen, die ich jemals gesehen habe. Das heißt, wir müssen mit 105 Knoten da nur ankommen. Mit 105 Knoten, das ist nichts. Wirklich. Du stehst fast in der Luft. Förmlich. Also nicht ganz, aber so im Gefühl stehst du da wirklich fast. Aber okay, Leute. Alles kein Problem. Wir schaffen das. Ich bin Profi, ihr wisst Bescheid. So. Oh. So, okay. So. Ich bin bereit zum Fliegen. Let's go. So. Jetzt aber. Oh, ja, ja. Okay. So, Geschwindigkeit ist okay. Wir können mal ein bisschen noch Schub geben. So, dass wir ein bisschen was schneller auch da sind. Uiuiui, hier gibt es aber Turbulenzen, ey. Können wir nach draußen gucken. Okay. Fahrwerk muss noch ausgefahren werden. Das tun wir jetzt mal. So. Sehr gut. Okay. So. Ja, ein bisschen was zu schnell auf jeden Fall. Gehen wir ein bisschen was runter. So, wir sind hier auf 1400 Meter Höhe. So. Wir sollen jetzt hier mal ein bisschen was runter. Auch von der Geschwindigkeit. Wir machen mal Flaps ein bisschen was mehr. Jetzt geht er hier drastisch runter mit der Geschwindigkeit. Aber wir müssen halt auch mit 105 Knoten nur ankommen. So. 120. Jetzt muss ich ein bisschen mehr Schub geben, sonst schafft er das, glaube ich, nicht. So. Wir müssen auf jeden Fall auch ein bisschen was weiter runter. Ja, jetzt ist roter Bereich. Ein bisschen was schneller werden. Wir müssen nur kurz davor auf... Boah, das ist aber Seitenwind hier. Du Scheiße. Und runter. Jetzt müssen wir hier runter. Du Kacke. So. Jetzt aber. So. Wir müssen hier nur mit 105. Flaps full. Ja, okay, 105 passt. Oh, wow, 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 wow. Oh, das war aber eine ziemlich satisfying Landung eigentlich gewesen, Leute. Die war gut. Die war gut. So. Und? C? C? Komm mal her. Wir machen nochmal. Wir machen das eine nochmal. Ey, nee, 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 nee. Kannst du mir nicht sagen. Die war 1A seine Spitze. Holy shit. Die war sehr gut. Gut, ich bin ein bisschen was, ne, der Punkt, den habe ich nicht ganz getroffen, wo ich eigentlich landen sollte. Aber sonst war die, war wie Profis. Wie von Profis. So, Landing Gear habe ich. So, das heißt, wir scheren jetzt mal ein bisschen was weiter nach rechts ein, um dann einen direkten Kurs auf die Landebahn zu haben. So können wir uns heute besser ausrichten. Das ist jetzt gerade so mein Plan. So. Okay, ich sehe jetzt hier von hier aus schon die Landebahn. So, wir sind auf 1500. Das ist okay. Langsam sollten wir auf jeden Fall runter. Das ist aber alles noch im grünen Rahmen, würde ich mal sagen. So. Okay, weiter. Runter geht es jetzt. So, wir gehen jetzt hier einmal nach links. Ein bisschen. Okay, ein bisschen was schnell. Ein bisschen was hoch auch. Wir gehen jetzt ein bisschen was runter. Von der Geschwindigkeit sowie auch mit der Höhe. So.
Okay, sehr gut. Das ist schon mal gar nicht mal so übel. Machen die Flaps mal ein bisschen was mehr. Ich gehe jetzt auch von der Geschwindigkeit noch weiter runter, weil wenn wir jetzt hier nach unten düsen, dann wird das Flugzeug sowieso ein bisschen was schneller. So. Okay. Okay, wir sind ein bisschen noch zu schnell. Machen Flaps full. Full. Okay, auf dem Landepunkt versuche ich jetzt mal zu landen. Scheiße. Komplett verfehlt. Komplett verfehlt und viel zu schnell. Komm, gib Gummi, gib Gummi. Oh, wir haben es noch geschafft. Aber er wird gleich sowieso abbrechen. Oder? Ja. Scheiße. Einmal jetzt noch. Das letzte Mal, Leute. Scheiße, Mann. Warum hat das nicht funktioniert? Schade. Okay. Ah, okay. Dann ist es vielleicht doch nicht so gut gewesen, wie ich das gemacht habe. Meine Herangehensweise war doch nicht so prickelnd. Aber Leute, wir lernen ja gerade. Wir sind ja gerade erst in der Anfangsphase dieser Simulation. Ich muss natürlich noch viel lernen, auch hier mit dem Joystick umzugehen und so weiter. Ich habe jetzt 40 Stunden in das Spiel investiert, bin aber sehr, sehr viel 320 geflogen und habe mich eher mit den, sagen wir mal, etwas kleineren Maschinen nicht so viel auseinandergesetzt. Das ist aber, denke ich mal, auch normal, da bekommt man ein Gefühl für, man kann ja nicht jedes Flugzeug 1A fliegen. Und das Problem ist, was heißt, es ist nicht das Problem, aber ich stimme die eigene Herausforderung, die Anforderungen ziemlich hoch zu setzen. Das heißt, relativ wenig Tipps bekomme ich oder gar keine Tipps bekomme ich. Ich sehe den Flughafen und muss dann selber entscheiden. Ne? Ich habe so eine ungefähre Vorgabe, ne? Ja, hier so schnell und zack, zack, aber mehr auch nicht. Lande gegen Flaps ausgefahren. So, wir werden jetzt deutlich langsamer. So, der Kurs ist, denke ich mal, okay. Die Höhe ist auch okay. Oh ja, der könnte richtig gut sein. Das könnte richtig gut sein. So, wenn ich mich jetzt schön gerade ausrichte. Es ist halt, ne, die hat noch so eine Erhöhung, ne. Das heißt, die ist nicht gerade mit dem, das ist natürlich nochmal eine Challenge. Also wir versuchen ganz weit unten der Landebahn da anzukommen. So, das heißt jetzt schön runter und dann hochziehen. Jetzt hochziehen, so und bremsen 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 und bremsen. Vielleicht nicht so, aber es war doch okay. Ja gut, das heißt, Leute, wir wissen, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was lernen. Aber wir haben natürlich genug Zeit und ihr könnt mir natürlich gerne Tipps geben. Ne? Also klar, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das Spiel auch spielt und der kann mir ein paar Tipps geben. Hätte ich auf jeden Fall ziemlich Bock zu. Habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Das sollte es gewesen sein. Haut rein und ciao.